So, wir sehen hier einen Teststream von unserer Konferenzplattform. Das Video heißt Big Buck Money, wird oft zu Demo-Zwecken genutzt. Auf der Seite haben wir einen Teltonika-Router mit der Bondix-Software hier am Laufen. Hier ist der Monitor. Wir sehen, der Traffic geht durch WAN 1 und durch die Mobildaten. Hier ist der Router. Hier ist der Link zu unserem Laptop. Hier ist die Verbindung über die WAN-Leitung, das wäre die Hausleitung. Und hier ist die SIM-Karte. So, jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Hausleitung verlieren. Wir schneiden sie einfach mal durch. Und das Video läuft ohne Unterbrechung weiter. Wir sehen jetzt, WAN ist disconnected, aber der Videostream läuft weiter. So soll das sein.